Hallo Leute und willkommen zurück zu Tales of Berseria. So, wir sind hier in der Brigid-Schlucht und müssen jetzt erstmal herausfinden, wo wir genau sind. Aber zuerst müssen wir erstmal um unser Schiff kümmern, denn die Expedition ist zurückgekehrt. Great. Let's do this one run, get your style, guys. Gut, da wurde ein bisschen was gefunden. Okay, neues Rezept. Und Unnachgiebigkeit wurde erlernt. Gut, gucken wir nochmal kurz, was diese Fähigkeit macht. Hebt Niederlagen in Kämpfen auf. Wir verlieren nicht, wir kämpfen bis zum Sieg. Ah ja, schön. Gut, dann wieder zum Summervulkan. Scoutship setting sail. Gut. So, da wir nun endlich, naja, wie man sehen kann, unsere komplette Truppe haben. Jo, können wir jetzt erstmal rausfinden, wo wir hier genau sind. Kann man das kaputt machen? Nö. Da liegt ein Beinwell. Und da ist ein Baum. So, mal gucken, was sie so kann. I can't even call that a fight. Na gut, das ging jetzt etwas schneller als erwartet. Schwächen und Resistenz. Außer im Schwierigkeitseinfach können Gegner gegenüber bestimmten Elementen Schwächen oder Resistenzen aufweisen. Ja, Schwächen. Also schwäche Angriffe verursachen mehr Schaden und können mit höherer Wahrscheinlichkeit Statuseffekte verursachen. Resistenz, Angriffe verursachen weniger Schaden und können einfacher abgewehrt werden. Und zurückwerfen, der Angreifer erleidet den Schaden. Gut. Eleanors Kampffähigkeiten. Sie hat Speerangriffe hauptsächlich durchstoßen, dann die Malak-Arts und speergestützte elementare Angriffe. Und während Eleanors Kriegsarts sehr effektiv beim Nahkampf sind und ihre Malak-Arts eine mittlere Reichweite haben, fällt es ihr schwer, Gegner in große Entfernung anzugreifen. Einige ihrer Kriegsarts können KP absorbieren. Ach jo, das ist ja nicht mal schlecht. Ein Lichtsee-Pilz, also zwei Pilze. Noch einer. Was bist du denn? Form Zero! Thunder! There are none who can resist my spear! Ja. Okay. Gut, sieht schon mal interessant aus. Don't waste my time. No escape! Hold up! Ach, kann jetzt auch endlich was. Das ist ja schön. I'll cut down anyone in my way. So. Ja. Jetzt muss ich mal kurz gucken, denn unser Lafisat hat endlich mal was eingesetzt, was ich eigentlich die ganze Zeit versucht habe einzusetzen. Warte, da ist es. Bindender Befehl. Wenn einer Combo drückt, halten verbraucht 3 SA. Genau, das wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon irgendwie forcieren, ging aber irgendwie nicht. Na gut, schön. Und bei ihr
Spiralhagel und luftiger Schlag. Okay. Wozu? Die halten aber viel aus. Now, rise, arise, ascending, angel! What about this one? It's hungry? Bingo, very nice. And this? It's disturbingly happy? Argy-woo, you're making it kind of obvious. Okay. Sie hat den Felsschwarm erlernt. Okay. Die hat sich ja gut in die Gruppe eingefunden, nach 5 Minuten. Gut, da können wir irgendwie immer noch nicht rüber. Aber das ist irgendwie... Ah, okay, das sind... Oh, eine Katzkiste. Mehr von diesen komischen Gegnern. Ich dachte, das wäre ein besonderer. So, du komischer Baum, komm her. I did good, didn't I? Okay. So, wo müssen wir eigentlich genau lang? Die Karte sagt erstmal hier so links rüber und dann... Ah, okay. Gut, alles klar. Huh? This stone. It's... It's just a rock. Take it if you want. I think it's really rare. The way it sparkles. I think it might even be bright steel. Bright steel? Never heard of it. Yeah, it's actually a rare metal used to forge weapons and stuff. You don't find it just anywhere. If there's bright steel here, that means we must be in either Endgand or Islegand. Both are a long ways off from Midgand. I doubt the Abbey has many people stationed out here. That's our pirate! Arr! Here there be treasures shiny and sentries few! At the very least, this could mean we'll be left alone for a while. Nice find, Lafayette. Thanks! Now wash your hands. Okay. The only way to learn where we are is to find someone to ask, I guess. Ja, das sind wir nur noch auf der Suche danach. What's eating you, Lafayette? If people say you can't judge women at face value, does that mean you can with men? Sure. Men are simple creatures. Men are simple. Oh! You talk like you're an expert in all things masculine. But you can only speak for your own family. As if you're one to judge. And I'm sure you've charmed a magnificent lord to be your lover. Sure. What does he look like? Is he tall? None of your business. Don't tell me. He was always on the other side of a swinging door, so you only saw his feet? I see. What a lovely crush that must be. I read that story. It was a book called The Legs of a Man. Oh? I've never heard of it. I've read it too. It's a sad, bittersweet tale. But I enjoyed it quite a lot. I highly recommend it if you haven't read it. Maybe when I have some free time after killing Artorias. I just wanted to know if men could be judged at face value. Okay, Mysterien des Pendels. It's not often you find bright steel above ground. I hear it's a lot of trouble to unearth, even in the regions it's normally found. Yeah,
Mining for minerals takes a lot of specialized techniques and experience on the part of the prospector. They examine the soil, the water, the plants, and so on, where the same mineral was found before, then search similar environments for the next big find. Sure, but it's not like they succeed every time. It's all a big gamble. Isn't there a simpler way? I read in a book once that you can use a pendulum to find water and metals underground. It's called dowsing. What's dowsing? You hang the pendulum so it's facing the ground. Then you chant the magic word, Magic Kazam, and wait to be amazed. The little bit of ore on its tip will sniff out buried treasure and underground lakes like a bloodhound on a prickle boar. You don't seriously believe this. It's just like fortune telling. You win some, you lose some. That's why they call it prospecting. So, if pendulums are used for fortune telling, why the hell is Zavid running around using them as weapons? He uses wind to control its trajectory. I think it's easier for him to manipulate pendulums in a fight than something like a whip or a rope. Oh, that makes sense now. That seems pretty clever. He's probably also doing it to make himself stronger, too. Malakim broadly fall into four elemental types: earth, water, wind, and fire. Each strong or weak against the others. Wind beats earth. Zavid is a wind Malak. So when he obtains earth element minerals, his own strength is boosted. I never realized Malakim could be so calculating. Then if pendulums react to a Malak's powers, maybe they can actually do this dowsing stuff like Magilu says. Yeah, it's worth taking that thing seriously. Zavid might like to joke around, but when it comes to fighting, he knows full well just what he's doing. He puts an awful lot of thought into that weapon of his, if you ask me. You don't? I spare all my thoughts for my sweetheart. Yeah, right. You just like to cause trouble without putting much thought into anything. Okay. Gut, wieder was gelernt. Let's get started! We're finished here. Let's go. Gut, die Dinge halten mittlerweile etwas mehr aus als gedacht. Jetzt muss ich aber ein bisschen was umstellen, denn eigentlich würde ich gern die Eleanor mehr im Kampf geschehen haben. Allerdings kostet die jedes Mal so einen SA-Punkt, um die einzuwechseln. Gut, Lafisab möchte ich behalten, denn der ist ziemlich gut, was Magie betrifft und Heilung. Sie ist auch ziemlich stark, was Magie betrifft. Das ist unser Nahkämpfer, der macht Magie und Nahkampf. Und sie eigentlich auch. Nee, ich tausche die jetzt mal aus mit ihm. Dann haben wir die beiden auf Reserve. Obwohl ich mit der Gruppenzusammenstellung noch nicht so glücklich bin. Weil jetzt haben wir eigentlich im Prinzip, wenn es blöd kommt, drei Fernkämpfer und die Welt wird als Nahkämpfer. Muss ich mal ein bisschen rumprobieren. Wie das so am besten passen würde. Komm bitte, ja, sehr schön. Stimmt, das vergesse ich irgendwie jedes Mal, die ganze Zeit diese Kräuter zu benutzen. Kümmele. Erhöht so wie nächste Rede jetzt und der 8. Effektraten verbessert, stellt auch KP vor Spiel her. Fokus erhöhen. Die hat so wenig Fokus. So, mal kurz gucken. Dann Salbei. Maximalen KP um 10 erhöhen. Ja, am wenigsten hat Lampfisert, dann kriegt der mal 10 dazu. Lavendel, den Angriff und Kriegs- und Verborgene Arts erhöhen.
Ach, weißt du was? Kriegt die Velvet. Verteidigung erhöhen ist auch super. Rosmarin, Artangriff sowie den Schaden durch Malak und verborgene Arts. Ich glaube. Dann machen wir das immer auf 100 hoch und dann gucken wir weiter, wie es zukünftig aussieht. Artverteidigung. Gut, am wenigsten Artverteidigung hat die Velvet. Das ist natürlich hervorragend. Add-ons. Da muss ich mal gucken. Na gut, dann haben wir jetzt ein bisschen die Velvet gepusht hauptsächlich. Und gucken mal. Den angreifen. Moment, irgendwas stimmt nicht. Nee, das große Ding ist weg, das so rot geleuchtet hat. So, was bist du jetzt? That was a considerably powerful enemy. Ach echt? Gut, blutige Stiefel sind auf Stufe 2 und Seelenschnapper. Gut. Bambusstapel. Papierblätter mit eingearbeitet Bambus. Leicht, aber robust. Gut, das war anscheinend ein etwas seltener Gegner. War mir gar nicht wirklich bewusst. Aber gut. So, ein bisschen Beinwellen. Da gibt es wieder Eisenkraut. So, dann mal darüber. Da sind Leute. Hallo. You there. Got a moment? Are you guys with the Swordbreaker? The what? Get away from me! I'm sorry, alright? Real class act. Attacking as you apologize. I'll finish with that! Bubble! Windlass! Crush him! I'll tell you! Bleibst du da? What? My sword! Please, mighty demon, I beg you! I'll do anything, just spare me! I only wanted to ask you something. You don't have to worry. This woman here is an exorcist. Huh?
Right. I'm Eleanor, a Praetor exorcist. Please, remain calm and hear our questions. You do look like an exorcist, but what are you doing with ruffians like these? Top secret Abbey business. That's all I can say. Now, can you tell us where we are? And are there any ports nearby? You don't know? You're on Cadnix Island in Islegant. The port is at the other end of that ravine. I'll send a Sylphjay to the Von Eltia. Thanks. One more question. Who's this Swordbreaker? Ah, he's a demon. Causes lots of trouble around these parts. He only attacks sword fighters, and he breaks their blades. He's even taken down a number of Praetors. Hence the name Swordbreaker. He wields a fine sword, clearly forged in a foreign land. I tried to find his lair to steal the weapon for myself, but that's when I was attacked. A foreign sword. I'd be careful if I were you. If he spots that sword on your back, you'll be in a world of trouble. Sounds like a real nasty fellow. Well, he tries to pull anything on this demon, and he's in for one munchy crunchy surprise. You folks are all crazy. Either way, I'd say this is a blessing in disguise for you. You're lucky to still be alive. Take this chance to abandon your life of crime. Okay. Gut, belastete Glazier gewährt die Fähigkeit, zufällige Fertigkeiten der Verlangsamungsart auszulösen. Let's find that port and meet up with our ship. Ja, Love Gesetz Buch. Can you read any of this old writing? No. I've studied many languages, but I've never seen script like this before. Can you read it, Eleanor? I've never come across this language either. Where did you find a rare tome like this? Well... It was a lucky find at the capital. What can I say? The kid loves to read. I was surprised to see how many Malakim like to read. Genfu does a lot of reading too. I didn't know that. It's true. I'm not sure what he's been reading though. Did someone call for me? Bienfu, do you like to read too? Oh yes! Books are a treasure trove of knowledge! But I'm a greater Malakim, so the literature I enjoy might be a bit above your level, Lafiset. How to talk a human female into becoming your vessel. And physically escalating with cuties. Bien? Physically escalating. What does that mean? You really don't need to know. All right. Yeah, I'm confiscating all of these. And I have some questions. Bienfu, you better be ready for a thorough interrogation. Bien! Okay. Interessant. Das scheint dir zu gefallen. You look like you're having fun, Rokuro. Well, I'm a Yaksha. A Yaksha? A spirit of war? Yeah, a demon that lives for combat. But this Swordbreaker has cut down exorcists with its foreign blade. Aren't you scared? Of dying, you mean? Yeah. I'm not afraid of dying. It's more that I'm afraid of not being alive. Huh? Fighting is my life. It's all I want to do. So I fight. That's what living means to me. Living only to kill. A demon is always going to be a demon. Well, if you're gonna be blunt. Naja, war nicht immer ein Dämon. Nur mal zur Info. Zum Hafen geht es durch die feste Tunnel am Ende dieser Schlucht. Es ist ein wirres Labyrinth, also pass auf, dass ihr euch nicht verirrt. Ein Tunnel? Moment, ein Tunnel? Okay, entweder ist es das dort unten, wo unsere Zielmarkierung sein soll, oder das dort hinten. Das nach einem Dungeon aussieht. Egal. So, irgendwas wollte ich doch noch... Ach ja, stimmt.
Ich wollte mal eben unsere Ausrüstung überprüfen, denn da ist wieder ein bisschen was fertig geworden. Gut, das ist noch belegt. Oh, das dauert noch ziemlich lange. Oh, hübsche Karten. So, die Stiefel sind fertig. Okay, die können wir nehmen. So. Die braucht noch allgemein länger, um das alles zu lernen. So, das ist fertig. 33, 199. Wir nehmen erstmal die... Oh Gott, wie es aussieht. Die Kalzitpuppe, die braucht dann 33 Punkte. Die ist also relativ schnell fertig. Fähigkeit gegen geflügelte Gegner plus 10% Schaden. Gut, das braucht aber 286 und diese Kalzit-Ohrringe nur 115. Machen wir erstmal die. Kopie-Absorbieren-Effekt für Arts plus maximal. Ah, nehmen wir die. So. Da ist noch nichts fertig. Und der war auch noch ein bisschen. Ja gut, dann eben erstmal so. Gut, dann gehe ich da jetzt mal erstmal hier das einsammeln. Und ein bisschen so hier hin, damit mich so ein Vogelvieh nicht angreifen kann. Dann machen wir einmal kurz das Schnellspeichern. Zack. Gut, und dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge. Fast. Moment. Weiter. Take a look at this. Gut, viel wurde nicht gefunden. Scout ship setting sail. So, und unterwegs. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. I will have my revenge.